Hallo liebe YouTuber, Sommersträuße sind das absolute Thema. Sommerzeit mit allen Früchten und was wir so haben. Mein Mann und ich waren kürzlich in der Provence und haben einen wunderschönen Kurztrip unternommen und haben die Lavendelfelder besucht. Es war traumhaft. Lavendel hält natürlich nicht so schön wie auf den Lavendelfeldern, aber kann man auch getrocknet sehr, sehr schön verwenden. Und habe ich jetzt einfach mal mitgebracht und habe ein paar schöne Blumen dazu ausgesucht. Sonnenblumen, der Inbegriff des Sommers, Alchemilla, Lavendel. Und dazu zeige ich dir jetzt einen schönen Sommerstrauß, den ich binde und wo ich auch diesen Lavendel einfügen möchte. Als erstes werden natürlich immer die Blumen geputzt. Ich habe das jetzt schon gemacht. Ich habe die Rosen abgedornt. Ich habe viele Blätter abgezupft. Die Rosen halten besser ohne Blätter. Habe auch bei den Sonnenblumen viele Blätter abgemacht und habe ein bisschen schönes Zwischengrün mit Alchemilla und Schleierkraut. Und den Lavendel, den möchte ich gerne einfügen. Den habe ich gebündelt und damit ich dieses Lila ein bisschen mehr betone, habe ich einfach einen Lila Bast genommen. Das Auge isst ja mit, ne? Und dann habe ich einen Draht genommen. Und damit du das zu Hause auch nachmachen kannst, zeige ich dir das mal. Ich bin bei dem Lavendelbündelchen einfach so durch die Mitte durch. Wenn ich jetzt ganz außen rum gehen würde, dann wird man den Draht sehen. Und das ist ziemlich doof. Ich gucke nicht gern Draht an und ich gucke nicht gern die Technik an. Die braucht keiner sehen. Dann gehe ich mit dem Draht durch und verwickel den einfach und habe so den Lavendel schön am Draht zum Einfügen. Okay, das ist die Vorbereitung, weil jetzt habe ich dann gleich den Strauß in den Händen und dann kann ich natürlich nicht Lavendel draten. Also alles Vorbereitende, Blumen putzen, draten, die Sachen müssen alle vorher laufen. Und dann müssen die Sachen einfach vor mir auf dem Tisch liegen und ich kann die schön greifen. Aber sobald ich am Strauß binden bin, und okay, ich habe jetzt hier auch noch ein bisschen gezupft, aber ich habe ein bisschen mehr Übung als die meisten. Meine Kollegen natürlich auch. Und deswegen mache ich die meisten Arbeiten natürlich dann, sollte man vorher machen. Und dann liegt nur noch die fertigen Elemente, die liegen nur noch vor einem, die man einbinden möchte in den Strauß. Und schön ist immer, wenn man grün nimmt, hier Efeu, der ist unten ein bisschen geputzt, der oben schön puschelig ist, damit er auch, ist ein gutes Beispiel hier, steht ein Zweiglein so ein bisschen raus von dem Efeu, dann schneide ich einfach ein Stück raus und habe hier so eben so einen schönen puscheligen Efeu, den kann ich wunderbar verwenden. Ich lege immer alles in der Spirale an, kann auch schon mal anfangen, einen Lavendel einzufügen. Genau, hier geht es schon los mit dem Thema. Machen wir mal so ein bisschen nach außen. Und jetzt habe ich den Draht hier unten und gehe einfach her und nehme den Draht und wickel den um einen Blütenstiel oder Grünstiel, weil ansonsten könnte ich ja den Lavendel nehmen und zack, ist er wieder draußen aus dem Strauß. Das wäre nicht so toll. Und damit der einfach da drin bleibt, wickel ich das so mit rein. So. Dann ein paar Spielereien habe ich noch drin, ein bisschen Schleierkraut. Lege immer wieder mein Grün dazu an, damit ich auch eine schöne Form bekomme. Habe ich noch ein Sonnenblümchen. Also die Blätter, die mache ich tatsächlich auch ab, weil im Strauß braucht die kein Mensch. Und dann kann das auch alles wieder ab sein. So, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Lavendel. Das muss ich nicht in die Finger sticht mit dem Draht und immer schön verwickeln. So,
Jetzt habe ich noch eine Rose. Ich glaube, hier oben ist sie am schönsten. Ja, Vorteil der Spiralbindung ist, immer wenn ich dann so schön gebunden habe, dann kann ich einfach die andere Rose noch einfügen. Und die ist jetzt auch eine sehr, sehr schöne Straußmitte, finde ich. Strauß sollte immer einen schönen Mittelpunkt haben. Das ist schön fürs Auge. Es ist auch schön, wenn die Mitte ein bisschen höher ist, weil wenn ich den von der Seite dann sehe, dann kann ich auch schön gucken. Also nicht flach wie ein Teller, sondern ruhig so eine schöne Kugel binden. Ja. Und habe ich hier noch ein bisschen Grün. Ja, die wollen sich nicht voneinander trennen. So. Und die verwende ich jetzt auch noch. Ein bisschen Alchemilla. So, sorry, das ist die Praxis. Verwickelt sich halt auch alles mal miteinander. Und weil ich den Lavendel so toll finde, ja, ich habe jetzt zwei Bündelchen drin. Ich kann vielleicht hier seitlich noch eins reinmachen. Dann ist aber auch gut, mit drei Bündelchen reicht es dann eigentlich auch. Dann haben wir genügend schönen Lavendel drin und ein bisschen Duft ist toll. Und es gibt ja auch noch eine sehr schöne Lavendelessenz, wenn man mehr Lavendelduft mag, kann man dann auch verwenden. Ja, jetzt bekommt der Strauß nur noch eine schöne Blattumrandung. Mein Bindebast trackiert mich hier. Es ist so eine schöne Blattumrandung. Bisschen grün, was Fedriges. Man kann auch Gräser nehmen, ist immer schön. Auch hier, wie ich auch schon in einem anderen Video gesagt habe, kann man auch den Kirschlorbeer aus dem Garten gut verwenden. Ein schöner Straußabschluss macht mehr aus dem Strauß. Das ist immer, immer, immer sehr, sehr ansprechend dann. Und im rundgebundenen Strauß halten die Blumen in der Regel auch besser, wie wenn man sie nur los in die Vase stellt. Klar, die haben ein bisschen Halt, die haben ein anderes Kleinklima. Und man sollte die Sträuße auch nicht öffnen in der Vase, was manche machen. Die machen den Bindebast auf. Dann ist eigentlich das, was ich hier mache und was ich hier arrangiere, das ist eigentlich alles zunichte, wenn man den Bast öffnet. Das ist sehr, sehr schade. Ich weiß, die Geschmäcker sind verschieden. Aber eigentlich bräuchte man dann gar nicht so schön binden und so schönes Grün verwenden, wenn das dann alles sonst wieder geöffnet wird. So. Ich muss noch einmal stützen. Ich habe auch in meinem vorigen Video zum Thema mit einem Strauß, mit Sommerstrauß, mit Brombeeren, habe ich auch noch ein bisschen mehr zum Thema Technik erklärt. Warum man das stützen sollte und wie der Strauß von unten auch aussehen sollte. Das setze ich nochmal den Link rein. Und da gibt es auch noch was ganz Interessantes, wie man Brombeeren am besten entdornt und was man für Hilfsmittel dazu nimmt. Da kannst du dir nochmal angucken. Ist sehr hilfreich. Ja, und das war jetzt zum Thema Lavendel mein Sommerstrauß für heute. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Viel Freude, Fragen, Kommentare, Daumen, nehme ich alles total gern und freue mich einfach, wenn du wieder bei mir zuguckst. Bis bald. Tschüss.